Hey Leute, ich wollte mal ein kleines Update machen zur Hammer A331. Ich habe ein paar Videos im Netz gesehen und habe mir gedacht, ach Mensch, machst du auch mal ein Video. Und zwar geht es so um die Winkligkeit und die Genauigkeit der Maschine. Dafür habe ich extra hier mir einen Schlosserwinkel besorgt. Ja, der ist nagelneu. Stelle ich mal hier hin. Und eine Fühlerlehre. Hier, ich habe das dünnste Blatt, was ich jetzt hier habe, ist jetzt 0,05, also ein halbes Zehntel. Das sollte allemal ausreichen, um die Genauigkeit darzustellen. Wobei es so im Zehntelbereich eigentlich so meiner Meinung nach ideal ist. Also viel kleiner muss man da gar nicht gehen. Ich setze mal den Weg. Oh, ich gucke lieber mal nicht, dass da noch irgendwie ein Staubkorn ist. Ich setze den Winkel mal hier an. So. Mal schauen, ob wir hier auf der Fläche irgendwo durchkommen. So. Nee, nee. Da kommen wir nirgendwo. Unten nicht, oben nicht. So. Das schon mal zum Winkel. Ich muss sagen, ich habe den einmal eingestellt. Ja, seitdem nie wieder. Muss auch sagen, ich habe den jetzt nicht großartig verstellt, vielleicht 5, 6 Mal, mal auf 45 Grad, aber viel öfter auch nicht. Also da, ich überprüfe das zwar immer mal wieder und muss aber sagen, da habe ich nichts gemacht. Ich habe da schon wirklich viel mitgearbeitet. Dann zu den Aufnahmetisch und Abgabetisch. Würde ich auch mal gerne mal zeigen. So, ich schiebe das mal so ein bisschen weiter weg. Da haben einige gesagt, dass der Aufnahme- und Abgabetisch nicht parallel zueinander von der Höhe oder von der Neigung ist. Das kann ich bei meinem Hobel jetzt nicht feststellen. Da sieht man, dass ich von beiden Seiten, also hier, leicht drüber gehen kann ohne Kontaktbildung, genauso von der anderen Seite auch. Auch hier nichts. Ich habe den auf 0 gestellt eben und muss auch sagen, das passt. Abnahmemäßig passt auch. Dicken Tisch. Ich habe da das Handrad mit dem mit der digital, mit dieser Analoganzeige. Wenn ich da 4 mm runterhobel, ist es 4 mm, wenn ich 20 mache, es ist 20, also da und auch auf voller Breite gesehen, von links nach rechts ist da jetzt weniger wie ein Zehntel Versatz drin. Also von der Qualität her kann ich da jetzt wirklich auch nicht sagen. Ähnlich wie jetzt das bei manchen, okay, ich habe jetzt leider nichts Längeres da, trotzdem die 16 cm hier, die reichen alle mal aus und bei einer Fühlerlehre von 0, was ist das hier? 0,05 komme ich nirgendwo hier durch. Genauso wie von der Seite auch. Komme ich nirgendwo durch. Sowohl überall. Ich habe es auch mit einem längeren Lineal probiert, aber das Lineal ist auch nicht 100% gerade. Deswegen bringt es jetzt nichts, wenn ich das mit dem Lineal nochmal zeige. Ich kann nur so sagen, dass ich mit dieser Maschine äußerst zufrieden bin. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit. Die läuft sauber, nahezu verschleißfrei. Also ich bin, um mal eine ganz kurze Story zu erzählen, ich hatte 60 Quadratmeter Bankierei, Terrassendielen, die so schon arg gebraucht waren. Also bestimmt war da noch Sand und Dreck mit drin. Da habe ich gesagt, komm, ziehen wir das mal durch. Habe 60 Quadratmeter hier durchgezogen. Zwei Edelstahl-Terrassenschrauben mitgenommen, weil der Nachbar die irgendwie abgebrochen hatte. Die waren noch drinne gewesen, wir haben es nicht gemerkt. Die hat er problemlos mit runtergehobelt. Alle Messer sind immer noch scharf. Ich habe echt gedacht, da wären Messer mitgenommen.
Aber nein, astrein eine Edelstahlschraube, eine A4-Schraube oder A2, nee, es muss eine A4 gewesen sein, mit runtergehobelt, ohne dass das Messer irgendwie Schaden bekommen hat. Denn mein Nachbar hat nämlich so einen China-Hobel mit so zwei Messer drauf. Und da ist ihm eine Terrassenschraube halt in die Quere gekommen und da ist der ganze Hobel kaputt gegangen. Die Messerwelle hat einen Schlag bekommen und das Messer war sogar gebrochen. Ja, und das Ding war dann hinüber. Und dann hat er gesagt, können wir es bei dir machen? Da habe ich zuerst mal Nein gesagt. Naja, am Ende hat er mich dann überredet und ich habe ihm gesagt, guck, dass die Schrauben draußen sind. Und am Ende waren doch noch zwei drin, aber das Ding hat keinen Schaden von getragen. Ich kann die Maschine empfehlen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Ding klasse. Und falls jemand irgendwelche Fragen hat, kann er sie gerne schreiben. Ich beantworte es gerne. Danke, tschüss.